Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Es ist Montagmorgen und der liebe Felix futtert Macaroni mit Käse zum Frühstück. Und Olivia, du schläfst noch, ne? Wie wäre es denn, wenn du, meine Liebe, jetzt mal aufstehst und eventuell mit dem Max oder mit einem deiner Kinder ein bisschen plauderst? Denn bei ihr sieht es ja sozial überhaupt nicht gut aus. Quatsch doch einfach mal die Lina ein bisschen voll. Du könntest ihr den Tag verschönern. Die Lina wollte jetzt gerade abhauen, ne? Die wollen beide abhauen. Aber bitte, bitte, redet doch mit der Mama. Bitte. Ihr könnt euch auch mal kennenlernen. Max, was machst du da? Übst du immer noch Programmieren? Ja, das tust du. Aber du bekommst auch langsam Hunger, ne? Level 3 der Programmierfähigkeit, das hast du schon abgeschlossen, deine Tagesaufgabe. Na gut, dann würde ich sagen, darfst du dir natürlich auch was zu essen holen. Und wenn ich jetzt gerade so die Küche sehe, überlege ich, ob wir ganz spontan hier ein bisschen, naja, umdekorieren ist es nicht. Ich würde jetzt sagen, umgestalten, was so die Farben angeht. Ne? Ich hatte ja schon angesprochen, dass mir das gar nicht mehr so gut gefällt. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das jemals gefallen hat. Ich weiß es nicht. Was machen die anderen gerade so? Die gehen jetzt gleich alle zur Schule, ne? Finn spült da gerade ab. Felix ist noch draußen. Lina geht jetzt an den PC. Quatscht ihr denn auch, Olivia? Ja, ihr quatscht. Oh, das ist ja super. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das hier, ne? Lasst uns mal eben kurz einschalten, alle Lichter. So, dann haben wir es hier nämlich ein bisschen hell. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt nicht so ewig dafür brauche. Schön, dass das Baumenü hier auch mal lädt. Denn ihr wisst ja, wie es ist, wenn ich mal baue, dann dauert es wirklich ewig. Ich möchte ganz gerne mal eben gucken, dass ich die jetzt nicht raussuchen muss. Welche anderen Farben gibt es da noch? Gibt es eine Farbkombination, die mir besser gefällt? Ja, dunkel nicht unbedingt. Achso, das ist die hier. Das ist auch gar nicht so schlecht. Aber Leute, ich glaube, ich möchte es generell nicht mehr... Ich möchte generell eine andere Küche, oder? Was ist denn hier der Unterschied? Ach so, nee, die sieht ja auch blöd aus. Was nehme ich denn sonst immer so für Küchen? Ich weiß das gar nicht. Das hier ist so standardmäßig, aber eigentlich gefällt mir das relativ gut. Ich weiß nur nicht, mit dunkelbraun? Dann könnten wir aber fast schon auch die kompletten Küchenmöbel ändern. Weil es ja doch so ein bisschen was vom Landhausstil hat. Was jetzt vielleicht eher weniger zu dem Gesamthaus passt. Oder wir machen es einfach so. Pass mal auf, wir nehmen das mal. Das sieht auch da total blöd aus, sehe ich gerade, ne? Das hängt da so doof. Hatten wir denn vorher hier was anderes an der Wand? Ich weiß es gar nicht. Können wir hier noch die Farben ändern? Ach so, das sind nur die Schilder da drauf. Ja, pass auf. Machen wir das vielleicht mal blau? Ja, jetzt muss ich überlegen. Möchte ich denn die Küchenmöbel überhaupt noch haben? Die Aufteilung finde ich an sich nicht schlecht, wobei wir natürlich hier relativ viel Platz verschenken, ne? Es ist so ungenutzte Fläche irgendwie. Aber momentan weiß ich auch nicht, was ich da sonst noch machen könnte. Ich überlege, wenn wir dabei bleiben, also relativ modern, das ist mal was Dunkles. Das wirkt so altbacken. Ja, nee, das geht auch gar nicht. Ja, so würde auch gehen, aber dann vielleicht doch eine andere Tapete. Ich weiß es echt nicht. Also, lass uns doch mal von vorne durchschauen bei den Tapeten. Wir können natürlich auch, geht auch, was ganz Einfaches nehmen, ne? Dann aber ohne, ja, doch mit ein bisschen, so ein bisschen Stuck muss eigentlich sein, weil alles andere finde ich doof. Dann müsste das aber von der Höhe irgendwie angepasst werden. Was ist denn damit? Das geht! Das geht tatsächlich, weil das mit den Küchenmöbeln so mehr oder weniger abschließt. In welchen Farben gibt es denn? Ach so, unten nur dunkel, blau, nee. Ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen Custom-Content runterladen, was so das Baumenü angeht, den Baumodus. Also ein paar Tapeten, vielleicht ein paar Böden oder so, das gefällt mir jetzt gerade alles irgendwie nicht. Ja, nee. Was haben wir denn? Das sind die Tapeten, ne? Das hier sind die Fliesen. Ah, das ist das meiste, aber so badezimmermäßig. Nee, das finde ich für die Küche auch nicht schön. Das hier sind, was sind das? Paneele, ne? Ja. An sich finde ich die überhaupt nicht schlecht. Was denn damit? Nee. An sich finde ich die gar nicht schlecht. Sowas hier zum Beispiel. Wenn man aber die passende Einrichtung hat. Und das hier wirkt überhaupt gar nicht. Nee, das geht auch nicht. Das kann ich auch vergessen. Oh, das
ist gar nicht so übel. Das ist gar nicht so übel. Ja, das finde ich gut. Nee, nee, das ist mir definitiv zu dunkel. Also wenn, dann sollte es schon hell sein. Das hier war das jetzt, ne? Das ist auch das Dunkle. Das ist auch dunkel. Wie sieht es im Blau aus? Auch in Ordnung. Aber in so einem rötlichen Ton fände ich es gar nicht schlecht. Grau ist wieder ein bisschen langweilig. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, wir probieren das mal. Da könnten sogar rein theoretisch die Möbel bleiben, oder? Gibt es da noch irgendeine Farbkombination, die ein bisschen besser passt? Das würde auch gehen. Das ist ganz gut, oder? Also dieses hier so altrosa, sage ich jetzt einfach mal. Huch, wo war es denn jetzt? Das ist aber nicht das hier, ne? Moment, welches habe ich denn jetzt? Welches habe ich jetzt dafür genommen? Das da. Ah, nee, dann, oh, dann ist es ja wieder braun. Ach, Leute, ich weiß es nicht. Also grün finde ich nicht schlecht. Das Dunkelgrün, das Blau finde ich alles super. Aber dann eher für eine etwas modernere Küche. Ich bleibe doch dabei. Fürs Erste. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich die Küche grundsätzlich ein wenig umgestalten möchte. Dass wir es vielleicht doch ein bisschen optimaler hier ausnutzen. Was ist mit dem Teppich? Ja, das geht. Ja, das ist natürlich zu krass. Rot wirkt nicht. Das ist jetzt alles so ein bisschen rosa, ne? Nee, das auch nicht. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach die rosa Stühle. Und dann mache ich das vielleicht irgendwann mal. Hat das jetzt eine andere Farbe oder... Sieht nur so aus, ne, wegen der Lampe. Ja, dann mache ich das vielleicht irgendwann mal. Denn ich glaube ja, dass diese Let's Play-Reihe, sag ich jetzt einfach mal so, das machen wir im Blauen, gar nicht mehr so lange gehen wird. Denn ich habe ja vor, tatsächlich nur zu spielen, bis Olivia Level 10 der Tierarztfähigkeit hat. Und dann kommt ja wieder etwas anderes. So, Kinder, wie sieht's aus? Ihr müsst gleich zur Schule, ne? Und wenn es soweit ist... Oh, wie süß. Und wenn es soweit ist, dann würde ich auch total gerne wieder in die Klinik gehen. Oh, oh, seid ihr toll, Romantik. Flirten. Ja, komm, lass uns das noch ein bisschen machen. Wirklich. Oh, Lucy, du schläfst ja noch. Wie wär's, wenn du aufstehst? Du hast total Hunger. Ich hoffe, du kannst in der Schule was essen. Ihr seid auch so niedlich, ne? Ich möchte gerne mal, dass ihr euch küsst. Techtelmechtel. Ja, das wollte ich ja auch eigentlich in der letzten Folge. Romantik. Baby machen. Nein, auf keinen Fall. Der Haushalt ist zu groß. Ja, natürlich. Du kannst mal einen Kuss hauchen, Olivia. Ich finde es auch schön, dass ihr euch gar nicht mehr anzieht. Dass ihr euch denkt so, hey, ist scheißegal. Wir sind einfach im Schlafanzug. Und? Ihr guckt euch da gerade so, oh, so romantisch in die Augen. Was ist mit dem Kuss? Ja, geht wahrscheinlich nicht. Ach, jetzt! Ach, Mann! Ich dachte, es geht nicht, weil er gerade futtert. Ich würde aber gerne ein bisschen knutschen, auch wenn der Max dann leider seine Makaroni wegstellen muss. Was mir dann natürlich sehr leid tut. Seid ihr auf dem Weg zur Schule? Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, Lucy, es tut mir leid. Ich möchte noch einen Kuss von Max, bevor wir gehen. Bitte. Was machen die anderen? Grundschule besuchen. Warum dauert das so lange? Ach so. Okay, du bist weg. Finn läuft hinterher. Wo ist Lina? Lina macht sich auch auf den Weg. Ach, supi. Habt ihr jetzt schon geknutscht? Wenn ja, hab ich's nicht gesehen. Sie quatscht wieder total voll, ne? Ich möchte doch einfach nur knutschen. Flirten, einen Kuss auch. Nein, ich möchte ihn küssen. Kokett ärgern. Ich möchte ihn küssen. Da. Max, warte doch mal. Wo bist du? Wo bist du? Ach, du wäschst ab. Was war das denn? Oh. Wer stinkt da schon wieder? Lulu? Das gibt's doch nicht. Nein, das ist... Doch, das ist Lulu. Ich dachte gerade, es wäre Luna. Komm, jetzt knutsch doch mal wieder. Oh, ist das schön. Ist das schön, das mal wieder zu sehen. Süßholz raspeln. Ja. Gemma. Oh, Max. Ah, Olivia ist hier total verfallen. Aber was ist da los, dass du hier gelb bist? Du musst unter die Dusche. Na komm, dann hüpf mal drunter. Max muss sowieso gleich zur Arbeit. Und dann werden wir später auch arbeiten gehen. Aber genau, wir sollten vorher auf jeden Fall hier noch die Tierschüsseln komplett auffüllen. Ich weiß nicht, ob Lulu da gerade aus ihrer Schüssel frisst oder aus der von Luna. Doch, ich muss sagen,
An sich gefällt mir die Tapete, aber mit der Küche, wie gesagt, ne? Muss ich mir noch irgendwas überlegen. Vielleicht kriegen wir hier doch noch eine Art Kochinsel oder so hin. Vielleicht machen wir das komplett weg. Aber gut, wird sowieso erst später der Fall sein. Ich weiß jetzt nicht, wofür die 10 Simoleons waren. Ich habe keine Ahnung. Max, du musst doch jetzt gleich zur Arbeit, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Och, Lulu. Es ist wieder niemand da, der dich liebt. Es ist niemand da, der dich badet. Olivia, du hast ein anderes Outfit angezogen. Ich liebe dich. Du bist großartig. Pass auf, du hast die Schüsseln gefüllt. Dann kannst du jetzt auch nochmal die Kuhpflanze füttern, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Und dann geht es hungrig zur Arbeit. Aber okay, vielleicht können wir da zwischendurch noch ein bisschen was futtern. Oh, die Geräusche von Lulu. Hört ihr die? Hört ihr die Geräusche? Oh, apropos Geräusche. Hier klingelt das Telefon. Ein Küsschen in Ehren. Felix ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Er hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Küssen in dem Alter, das geht gar nicht. Beeinflusst die Manieren oder so sind Kinder nun mal, beeinflusst die emotionale Kontrolle. Ich sag jetzt einfach mal, so sind Kinder nun einmal. So, passend dazu hatte ich heute ein Erlebnis im Kindergarten, fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar hat mich auch ein Mädchen geküsst auf die Wange. Oh, Gegenstrategie. Da Lucy ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Soll sie sich auf die Intelli mein Gott. Lesen, geht's noch? Soll sie sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich ein anderes Ziel suchen? Oh, konfrontieren bitte. Wenn Ralf Bolde gute Argumente hören. Ja, wie immer, ne? Oh, Kuhpflanze. So schön, dich mal zu sehen. So, Max, bist du jetzt unterwegs zur Arbeit oder was ist los? Sehr gut. Ja, auf jeden Fall wollte mich heute tatsächlich ein Mädchen im Kindergarten küssen. Nein, sie hat mich sogar geküsst. Es ist passiert. Ich konnte nichts dagegen tun. Das hier dauert wieder ewig. Egal, ich quatsch einfach. Dann kann ich euch kurz meine Story zum Besten geben. Und es ist ja ganz unterschiedlich. Warum dauert das so lange? Was ist hier los? Ist ja ganz unterschiedlich in Kindergärten. Ich glaube, an Schulen ist es egal. Da achtet sowieso kein Mensch drauf. Aber bei manchen ist das total okay. Bei uns ist das aber nicht okay. Das ist jetzt nicht so, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern ist einfach so vorgegeben. Und wir gehen jetzt erstmal zur Klinik und dann quatsche ich weiter. So, ohne Musik geht es weiter. Und während des Ladebildschirms ist mir gerade bewusst geworden, dass die Story, die ich gerade erzählen wollte, habe ich die geschlossen? Moment, mal eben öffnen. Dass die Story, die ich erzählen wollte, eigentlich gar keine Story ist. Da gibt es gar keine Geschichte zu. Also, mich hat heute im Kindergarten ein Mädchen geküsst und ich musste sagen, so nein. Das geht leider nicht, weil bei uns ist es halt so, dass die Kinder das nicht tun sollen. Also weder die Erzieher noch die anderen Kinder. Rachel, es ist ja super, dass du sauber machst. Das finde ich großartig. Ja, wie gesagt, eine große Story gibt es da eigentlich nicht. Es ist einfach so. Oh nö, nicht sie schon wieder. Oh nö, Olivia, hör bitte auf zu kochen. Du kannst jetzt hier direkt die, wie heißt sie? Katharina Links bedienen, wenn man das so sagen kann. Ich muss echt gucken, dass ich nach dieser Aufnahme, vor der nächsten Aufnahme, vielleicht doch nochmal Naja. ein paar Tiere zu Meschka. den Haushalten hinzufüge. Weil so ist es halt echt auch erst schon wieder. Es sind wirklich immer die gleichen. Weber, Farsikon. Ist das dieser Typ von letztens? Ich glaube ja, ne? Irgendwas stimmt mit meinem kleinen Jungen Doc nicht. Kannst du ihm bitte helfen? Ach, das ist der Doc. Oh, cool. Das finde ich ja cool. Der Doc, den hatten wir noch gar nicht, ne? Obwohl der bei Olivia in der Liste drin ist. Also müsste sie ihn rein theoretisch kennen, aber mir sagt das nichts. Wisst ihr, was ich schon cool fände, wenn wir mal den anderen Behandlungsraum bekommen würden? Das ist ja immer nur der, ne? Bisschen Abwechslung wäre schon mal cool. Aber jetzt erstmal gucken, was Doc hat. Doc, du. Doc, mein Lieber. Untersuchung beenden. Nein, ich möchte dich behandeln. Doc, was ist da los? Doc, mein Lieber, gemein sein, Tier beruhigen. Hä, so gestresst bist du gar nicht. Großes Leckerchen geben, Untersuchung beginnen. So gestresst bist du gar nicht, Doc. Also chill mal. Marie, was möchtest du? Möchte vorbeikommen und abhängen? In der Tierklinik? Meint sie jetzt, sie möchte in die Tierklinik kommen? Von mir aus? Von mir aus komm halt. Kannst du hier alleine rumhängen, während Olivia arbeiten muss. Aber okay. So, was machst du da, kleiner Doc? Würgst du irgendwelche Wollknäule raus?
Oh, du bist ja schon alter Kater. Ach so. Ich bin gespannt, wie Rachel es heute hinbekommt. Marie, bist du schon da? Nee, hier ist schon der Nächste. Wer bist du denn nochmal? Kenne ich dich? Du bist Brand Hacking. Ach so, okay. Ach, Moment mal. Brand Hacking? Ist es der Typ? Ja, das ist der Typ von diesem... heißen, dunkelhäutigen Typen. Stimmt, der ist das. Ja, ja, da brauchst du gar nicht heulen, hier, Caroline, oder wie auch immer du heißt, ich weiß es nicht mehr. Was hast du, magst den Roboter nicht, oder was? So, brechen und hohe Temperatur. Okay, wie wäre es, wenn wir deine Atmung abhören? Oh, wer kommt hier rein? Marie, hey! Hallöchen, Marie, es ist schön, dass du da bist. Böse. Aha. Kommt rein, beschwert sich und putzt. Geil, Marie. Richtig super. So, wir behandeln dich mit der Placebo-Essenz. Ja, ist ja großartig gerade hier. Also, einer putzt, einer guckt zu. Olivia kümmert sich da um die Katze. Ach, toll. So, Krankheit geheilt. Ah, sieht doch gut aus. Sehr schön. Dann bezahl uns mal. Und dann können wir uns dem nächsten Patienten widmen. Warm herzlich begrüßen, die kleine Rosi. Können wir eigentlich nebenbei Fotos teilen? Rosi macht irgendwie einen kranken Eindruck. Kannst du sie bitte untersuchen? Ich glaube, die gute Rosi ist ein bisschen blau, ne? Kann das sein? Nach Tag fragen. Geht das nebenbei? Stiertink? Mein Gott. Leute. Stiertink, ja? Nicht Stinktier, Stiertink. Kennt ihr das? Eine ganz neue, wundervolle Rasse. Stiertink. Wie auch immer. So, sie haut ab. Rachel, ich bin gespannt, wie es klappt. Also, wow! Rachel hat den Hund behandelt. Großartig. Und das hier funktioniert nicht, ne? Es funktioniert nicht. Quatschen und gleichzeitig untersuchen, das geht nicht. Kann ich jetzt nochmal? Ich gehe mal auf die Rosi. Eingriff beginnen. Freundlich vorstellen, Untersuchung beginnen. Machen wir es mal so. Setz dich hin, Marie. Kannst du ein bisschen zugucken? Draußen steht noch niemand. Das ist gut. Sehr schön. Der Hund ist auch wieder fit. Bewertung gestiegen. Warum wieder? Oh, schaut mal. Der mag die Rachel nicht. Rachel, was hast du mit dem Hund gemacht? Das darf doch nicht wahr sein. Oh, musst du auch zum Klo, Olivia? Ich werde mich beeilen. Ich werde mich beeilen, wirklich. Was hat denn die Rachel hier mit dem Hund gemacht? Wie heißt du denn? Titus. Die beiden zicken sich da total an, ne? Marie, oh, die mögen sich auch gar nicht. Was ist denn hier los? Schlechte Stimmung, oder was? Temperatur messen. Oh, Rosi. Oh, die Zunge. Was macht Rachel da jetzt? Macht sie was Sinnvolles? Julie, Hallöchen. Bist wieder mit Coco Chanel da? Ja, natürlich. Ich find's gerade so witzig, dass sie sich hier alle sammeln, ne? Wässrige Augen, sehr feuchte Haut. Hatten wir schon den Mund? Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von den ganzen Leuten, die sich hier rumtreiben. Warum sind die Hunde immer so verdammt dreckig? Warum? Und was hast du? Tundra-Grippe. Oh, was Neues. Und wir behandeln das mit dem Keks. Kommen hier noch mehr Leute. Julie, hast du dich schon angemeldet? Wenn nicht, mach das doch mal bitte. Dann kannst du dich doch mal bitte anmelden. So, Krankheit geheilt. Und es ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um eben kurz zum Klo zu gehen. Olivia? Achso, Besitzerrechnung geben. Sehr schön. Krankheit geheilt. Rachel, möchtest du dich vielleicht heute um die Julie kümmern, beziehungsweise um die Coco Chanel? Sieht gut aus, ne? Wehe, du machst jetzt wieder so einen Mist, Rachel. Wehe. Schon schlimm genug, dass der eine Hund dich gerade nicht mochte. Ah, sie kommt wieder. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob wir noch was essen. Machen wir das? Essen wir noch was? Ja, sie hat total Hunger, ne? Pass auf, wir machen das wirklich. Du kannst dir mal, stelle Mahlzeit essen. Du kannst dir von mir aus mal Erbsen holen. Einfach so, just for fun, gibt es ein paar Erbsen. Julia! Geil! Geil! Hallo, du Schönste aller Schönen. Oh, ich möchte so gern wieder mit euch spielen, wirklich. Ihr seid so toll, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles unter einen Hut bringen soll.
Oh, oh, wie cool ist das bitte? So, du hast dich jetzt angemeldet, ne? Dann würde ich sagen, sagen wir jetzt keine neuen Patienten zulassen. Also Julie ist noch dran und dann ist Julia dran und Rachel... Ach nee, sie ist ja gerade schon mit Coco Chanel beschäftigt. Du, mein Lieber, kannst gehen. Ich nehme keine neuen mehr an, Aaron. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen essen. Du kannst also gerne abhauen. Oh, mit geschwollener Brust läuft sie da rein. Hast du es gepackt, Rachel? Hast du es gepackt? Ist sie gesund? Dann wäre es auch okay, wenn sie die Julia übernimmt. Ja, ne? Dass Olivia jetzt erstmal noch in Ruhe essen kann. Und Julia. Oh, ich würde auch so gerne den Ronny wiedersehen. Oh. Ach ja, schön wie eh und je, ne? Wobei man ja wirklich sagen muss, ich weiß nicht, wer von euch damals das Let's Play gesehen hat. Ist ja schon ewig her. Aber sie ist ja wirklich so, ich finde, sie ist ein toller Sim. Also natürlich ist sie jetzt nicht die Schönste, ne? Sie ist halt total, total lieb und so. Aber Julie hat sich auch total entwickelt. Ach ja. So, Olivia, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Ganz ehrlich, hier sind Leute, die warten noch. Zumindest eine. Ja, du bist fertig. Ach, super. Patient ungeduldig. Nein. Wie lange hält der Gestank denn noch an? 9 Minuten. Ja, super. Dann komme ich hoffentlich gleich zu dir und kann dich... Nein, 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 nicht gehen. Julia, bitte nicht gehen. Du hast dich schon angemeldet. Du hast dich schon angemeldet. Ich möchte aber nicht mehr... Ich möchte mich nicht mehr unwohl fühlen. Ja, Kokett! Großartig, warmherzig begrüßen. Wie heißt du nochmal? Ach ja, Leonardo. Stimmt. Stimmt, wir kümmern uns um Leonardo. Oh, ich weiß nicht, was mit Leo los ist, aber es gefällt mir gar nicht. Glaubst du, du kannst helfen? Natürlich. Wisst ihr, was wir gerade nochmal eben kurz machen? Ruhig angehen lassen. Fleißig arbeiten. Lucy, du kannst mal bitte um sich kümmern. Ach so, nee, kann ich bei dir gar nichts machen? Eine Fähigkeit aufbauen. Pass mal auf, du kannst mal bitte deine Sozialfähigkeit aufbauen. Und du kannst mal bitte Fähigkeit aufbauen, Kreativität. Und Lina, Fähigkeit aufbauen, von mir aus mach auch mal sozial. Damit die auch so ein bisschen weiterkommen, während wir hier bei der Arbeit sind. Was macht der Typ denn jetzt eigentlich hier? Und wo ist Marie? Ist Marie abgehauen? Marie, bist du abgehauen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Marie ist abgehauen. Aber das ist mir egal, denn wir kümmern uns um Leonardo. Na, Leonardo? Wer bist du denn? Wie heißt du? Emma! Hey, Emma! Ja, Rachel, dann mach du doch schon mal die Emma. Also wirklich. Untersuchen. Mund untersuchen. Das sieht nämlich gar nicht gut aus. Julia, deine Nase ist nach wie vor großartig. Oh, wie cool. Hast du schon untersucht? Hast schon... Oh, kotz mir nicht auf den Tisch. Na, es war so klar, ne? Es war so klar. Und? Brechen. Ah, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? So, Haut und Fell untersuchen. Ah, ja. Und? Fallen dir vielleicht die Fliegen auf, Olivia? Oh, Flöhe, Mund und ein stickendes Fell. Oh, krass, was ist denn da los? Atmung abhören. Machen wir das nochmal. Schön darauf achten, dass hier niemand kommt. Rachel, was machst du? Ach, sie kümmert sich... Ach, super, sie kümmert sich jetzt doch um ihn. Hat er sich doch noch angemeldet? Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Projektilrepugnitis. Okay, und das behandeln wir womit? Mit gar nichts? Mit gar nichts. Wir müssen operieren, oder? Wirklich jetzt? Halskrause? Zur Chirurgiestation bringen. Oh, ich glaube, wir haben schon mächtig überzogen hier, ne? Was die Folge angeht. Aber ist okay. Die OP machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Rachel, was ist denn da hinten los? Mag die Katze dich wieder nicht, die Emma? Hast du da wieder Mist gemacht? Also, Leonardo kommt jetzt auf jeden Fall mit. Das ist gut. Hallo, was macht die Kamera? Das ist schon mal gut. Also, dann muss ich jetzt Operation Röntgenbilder, Darmscan. Was hast du nochmal? Projektilrepugnitis. Gefäßscan. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Oh, Rechnung 6000. Julia, ist alles gut. Chill mal, ist alles gut. Bauchi, Bauchi, Krauli Operation. Ja, Mann. Bauchi, Bauchi, Krauli OP. Die wollen wir machen. Die wollen wir machen. Oh, guck mal, hochkonzentriert. Hochkonzentriert bei der Arbeit. Bei der Arbeit.
Oh, ist das Ding kaputt? Ich weiß ja nicht, was ihr da macht, ne, Mädels? Ich hoffe, Olivia, dass du Bescheid weißt, was du da tust. Oder war das jetzt erst der Scan? Oder bist du komplett fertig? Aha. Bane Wexa? Klingt doch gut, oder? Besitzer Rechnung geben. Ja, großartig. Ach, cool. Sehr schön. Hat es funktioniert? Rachel ist auch fertig? Oder geht sie jetzt gerade erst drauf? Oh, Leute. Wie lange soll die Folge denn noch werden? Was machst du in der Zwischenzeit? In Foren provozieren? Ja, dir geht's auch soweit ganz gut, ne? Hunger, Energie. Spaß ist nicht so hoch. Dann provozier mal von mir aus. Ich würde nämlich ganz gerne noch warten, bis die Rachel da fertig ist. Also 95 Bewertungen, das ist cool. Schichtbericht, Angestellte verwalten. Könnten wir immer noch nicht, ne? Kaufe den Vorteil unter Geschäftsvorteile. Wo sind denn die Geschäftsvorteile? Das ist die Beförderung, oder? Auf Level 3 befördern. Lass uns das mal machen. Oh, ich glaube, das spinnt hier. Sie mag die Katze nicht. Nee, sie mag die Katze nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir schließen. Ja, dann ist das okay. Dann machen wir das jetzt nicht mehr fertig. Es ist uns ein bisschen Geld hier durch die Lappen gegangen, oder? Wofür war das? Auf jeden Fall befördern wir sie jetzt mal. Rachel? Müssen wir dafür nicht... Ach so, sie haut dann ab. Ach so, das wusste ich nicht, dass sie jetzt direkt geht. Ich dachte, das macht sie zuerst. Gut, Leute. Das war's. Oh Gott, wir kommen ja hier ins Büro rein. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ach, diese schönen IKEA-Bilder hier, ne? Bis dahin. Tschüss.